Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei diesem Projekt. Yay, Punkt. Ich glaube, dass ich da nochmal ganz gerne so ein bisschen Laub hätte. Das passt vom Grünton auch. Ja, aber gut, wenigstens halbwegs. Hier hinten dann auch nochmal in die Ecke. Als Abschluss von dem Gerät. Der hier bräuchte theoretisch auch nochmal einen. Genau, das sind halt einfach die Dinger, die eben höher wachsen, so wie der hier zum Bleistift. Genau, die anderen brauchen das nicht unbedingt. Okay, bei den anderen geht's sowieso nicht. Jetzt haben wir natürlich nach wie vor, wie in der vergangenen Folge auch schon, das Problem, dass wir noch nicht wissen, was wir damit machen. Weil man könnte natürlich noch andere Dinge machen. Ja, noch mehr Süßbären. Moment. Wir haben noch kein Porzellansternchen drin. Ja, die brauchen wir natürlich auch nochmal. Schöne, feine Sternchen aus Porzellan. Ich hoffe, dass ich noch welche habe. Warum habe ich eigentlich hingeschmissen? Na, ich glaube, ich sollte erstmal hier oben gucken, in der Festung. Im Lager. Schmeiß ich noch ein bisschen was hier rein. Scheiß. Erstmal alles, was ich jetzt nicht brauche. Also alles. So. Können wir nachher wieder raussammeln, das Zeug, was wir brauchen, aber jetzt gucke ich erstmal ein bisschen nach Porzellansternchen. Und anschließend gehen wir dann doch nochmal runter ins Lager und schnabulieren uns ein bisschen Erde. Sowohl grobe als auch Wurzel Erde. Dann können wir nämlich auch gleich mal den Weg da unten so ein bisschen anpassen. Ja. Hier, wo ich das tue. Was mache ich denn hier? Eigentlich müsste ich sowieso noch ein paar weitere Pflanzen mitnehmen. Mein Löwenzahn wäre eigentlich auch nicht schlecht. Maybe. Maybe not. I don't know. Oh. Hm. Oh. Okay, was wollte ich jetzt pflanzen? Ich hab sogar ein bisschen Stuff, das ist geil. Oh, Bohrenblüte. Ja, die brauchen wir für innen drin. Hier haben wir Maiglöckchen. Haben wir keine Dingsbums hier? Haben wir wirklich gar nicht. Oder bin ich gerade aber nur blind? Nee. Ja, so ein Mist. Was soll denn das? Muss ich doch wieder ohne Stiefel nehmen. Na, hoffen, dass die da noch welche haben. Genau, die wunderschönen Porzellan-Sternchen. Nee, nicht Mau. Ich brauch den Stoff. Ich will das haben. Ich fühle mich so nackig ohne Porzellansternchen. Naja, eigentlich fühle ich mich immer nackig ohne Laub. Nein, das ist überhaupt nicht krank. Das ist nicht. Nein. Denk dir bloß hin. Ach ja. Jetzt lass ich wieder runter ins Dorf. Genau, meh. Wir müssen dann immer noch was, na, irgendwann was mit diesem Hang machen. Und wenn wir den einfach bloß bepflanzen mit irgendwelchem blöden Zeug. Ja, vielleicht das ein oder andere Laubblöckchen dahin und dann einfach mit Knochenmehl drum rumfuhrwerken. Ein bisschen Gras für die ganze Sache wächst. Ich glaube, das wäre okay. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, das weiß ja niemand. Könnt ihr gerne dazu schreiben, in die Kommentare schreiben. Ob da dann noch ein paar Laubblöcke einfach so hingepflanzt werden sollen. Vielleicht noch den einen oder anderen Süßbärenbusch dazwischen. Ich hatte alles Grünzeug hier. Moment. Blumen sie die drüben. Genau, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wie ihr das seht. Für die großen Pflanzen haben wir jetzt natürlich keinen Platz da. Ist aber okay. Ein Floristen bauen wir sowieso noch irgendwann. Der steht ja auf dem Plan. Do we need something else? I don't think so. Nee, ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles. Na klar, wir haben natürlich. Wir haben da natürlich noch
Noch das andere überdacht, den anderen überdachten Bereich, da können wir notfalls auch mal irgendwas reinverlanzen, reinstellen, aber ich glaube, dass ich da eher Fässer und Kisten und Fässer und Kisten und Komposter und vielleicht noch den einen oder anderen Tonkrug da reinsetzen würde. Wo wir gerade schon von Tonkrügen reden, da sollte ich dann das Material gleich mal mitnehmen. Verdammte Scheiße, jetzt habe ich die Erde wieder vergessen. Oh Gott. Naja. Ist halt so, ne? Ender, dankeschön. Also, ich brauche jetzt Ton. Genau. Sonst kriege ich keinen Ton raus, du. Wo haben wir den denn? Oh, nice. Ich würde sagen, dass der eine reicht. Okay. Damit können wir gut Stuff machen und dann müssen wir das noch mal wieder runter, um Erde zu holen, so ein Mist. Ach, Mann. Ja, wäre zu schön, um wahr zu sein gewesen, wenn man gleich alles mitnimmt. Alles mitnimmt. Ich brauche Eisen, weißt du das? Naja, nicht von dir, keine Angst. da unten müssen nämlich noch ein paar Laternen hingepflanzt werden. Laternen Rimskis. Wo haben wir denn das Eisen? Ist nicht auch unten im Lager? Eisen. Erbse. Ich glaube, das ist unten im Lager, oder? Oh, das ist einfach zu lange her. Das ist einfach zu lange her. Ich hab doch ein Gedächtnis, wie ein Sieb, das wisst ihr doch. Der muss ich wohl nochmal Lugi-Lugi machen, ob ich da irgendwas finde. Und dabei die Haxen brechen natürlich, ne? Das steht aus der Frage, das wird aber dazu. Genau. Oh ja, das machst du gut. Mehr davon. Mu, genau. Mu. Also, ich brauche erst einmal ein bisschen Erden. Nehmen wir Hokus Pokus Grobus Erdus und Wurzelerde. Ja, vielleicht von beiden ein Stack. Ich brauche von beiden nicht so viel, das ist aber okay. Die Schaufel haben wir oben. was wollte ich jetzt? Wollte ich jetzt hier unten? Ich hab Ton für die Krüge und Blumentöpfe. Dann die Porzellansternchen. Eisen. Genau. Ja, irgendwo habe ich bestimmt noch irgendwo Eisen liegen. Ja, da zum Beispiel. Oder hier. Ja, auch mal mit. Okay. Wieder auf nach oben, würde ich mal sagen. Hinfort mit dir, hinfort. Oh, zu dem wunderbaren Turm. Ach ja. Genau genommen müssten an dem Turm eigentlich noch Diorit-Mauern. In der Theorie. In der Praxis komme ich wahrscheinlich nie. Ja doch, sollten sie schon. Fackeln habe ich noch dabei, okay. Wir haben genug Material für ein paar Laternen. Geh mit meiner Laterne. Wobei, nee, jetzt gerade nicht. Ich habe zwar ganz viel Eisen. Und sonst noch ganz viel Gewicht. Naja, ich habe keine Ahnung. Ein Bettchen! Ich brauche das Bett schon wieder. Wenn die Leute, die schlafen müssen, das ist grauenvoll. Natürlich trinken. Wunderbar. So. Dann hauen wir jetzt mal. Ah, oh, das Skelett zu Klump. Ich glaub's nicht. Jedes Mal dasselbe Scheiß hier. Also, ich kann das Skelett mal ohne Probleme da lassen. Also, es wird mir nicht gefährlich, aber es nervt mich halt einfach. Wenn ich halt mit euch rumklappert. Das ey. So. Die Dinger sind jedes Mal hier drunter. Hallo? Hallo. Hallo. Bin jetzt ohne Grund hier gestiefelt oder was?
fühle mich ganz leicht verarscht. Was? Oh, das trifft mich ja wirklich noch. Right into my head. Feuer! Wunderbar. Ja, die nächsten Knochen, die nächsten Pfeile. Als ob ich die bräuchte. Ich meine doch, die Pfeile brauche ich schon immer wieder mal. Die Knochen jetzt aktuell nicht unbedingt. Naja, aber das Skelett ist weg. Meine ich, hätte ich damit wieder meine Axt ein bisschen reparieren können. Na egal, anyway. So. Vielleicht sollten wir generell mal wieder eine Nacht durchmachen und ein paar Monster klatschen. Naja, mal gucken. Halt. Knochen loswerden, da wird mir sonst ein bisschen zu schwer in der Tasche. So. Nee, Knochen sind da drin. So, rein da. Genau. Das hast du richtig gesagt. Maultier! Halt dein Maultier! Ja. Okay, dann verlanzen wir noch ein bisschen. Sternchen hin. An dein Kinn. Oh, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Irgendwie sieht das nicht so sonderlich geil aus, muss ich gestehen. Nimm die mal wieder weg. Und den auch, und den auch. Machen wir das so. Dann haben wir hier so ein kleines Porzellan. Bietchen. Genau. Ich brauche Laub. Ganz schnell. Ah, ja. Laub. Laub. Das ist natürlich gerade leider nicht dabei, aber ich brauche Laub. Gib mir das Laub. Sofort. Schneller. Nein. Und, wo ist das andere Laub? Da ist es. Geil, geil, geil. Ich hab noch irgendwelche Spuren. Da habe ich noch Falltüren, aber oh, ja. Komm, gib's mir. Die brauche ich auch nochmal. Ich muss aber in den Porzellanständchen Laub runterhängen. Ich komme da einfach nicht drum rum. Genau da in die Ecke. Da hänge ich jetzt Laub rein. So, hier ein kleines Brett. Eigentlich absolut unnötig, aber das ist mir vollkommen egal. Oh ja. Geil. Ich nehme mich mal wieder weg und dafür kommt nur einer hin. Oh ja. Diese Befriedigung. Vielleicht ein bisschen krank. Ja, aber nur vielleicht. Okay. Dann hätten wir das jetzt soweit alles dran. Könnten wir jetzt hingehen und sagen, wir stellen uns jetzt unseren Stuff rein. Also Kisten und Fässer und... Halt. Werkbänke, genau, die können wir auch da reinstellen. In der Theorie, in der Praxis setze ich die erstmal dahin. Damit wir da jetzt ein Blödsinn hinstellen können, wenn ich das Holz dabei hätte. Och, Idiot. Ja, ja. So ich das halt. So ich das. Ich brauche Holz und den Kram auch und den und den und den und den und den. Wobei, Stecke rinstlich bräuchte ich dafür eigentlich nicht. Da wirklich meine Fackel reingeschmissen? Ach, schön. Was war irgendwas? Na. Ich glaub nicht. Ich hoffe nicht. Okay, einmal. Eine Fass. Eine Fass ist krass. Und ich habe ja nicht mal das Dach fertig gemacht. Ich kümmere mich hier schon um die Kack-Einrichtung. Bevor ich überhaupt fertig bin. Ja, diesmal schon irgendwie so ein bisschen, weil sonst lege ich ja immer relativ viel Wert darauf, dass es andersrum ist. Dass es erst vollständig aufgebaut ist und dann erst die entsprechende Einrichtung kommt. Aber irgendwie fällt das diesmal anders aus. Naja, das ist halt so. Danach können wir dann mit den Türmen weitermachen, wenn hier der Innenbereich gestaltet ist. Genau. Schön. Irrtig gestaltet ist. Ist ein Komposter. Komposter bitte, danke. Können wir da als Korb hier irgendwo hinstellen? Mein Ding da. Ah, finde ich super. Da vielleicht ein Dingsbums.
Ich habe auch gar keine Stufen mehr, Mensch. Ich brauche Stufen. Zack. Dann mal drei weitere Fässer, das kann nicht schaden, muss mich helfen. Dankeschön. Legen wir uns da nochmal ein Fass hin. Da kommt ein Krug hin. Genau, die Fässer will ich jetzt erstmal weglegen. Vielleicht noch eine weitere Truhe, das wäre auch nicht schlecht. Dankeschön. Die Werkbank können wir jetzt noch nicht ganz mitnehmen. Lass uns gleich nochmal die Krüge. Und vielleicht nochmal Blumentöpfe. Okay. Dann hätten wir jetzt eine Chest, die wir da noch hinstellen könnten. Einen Krug da, einen Krug hier. Kann man machen, man kann es auch sein lassen, das ist richtig. Okay, dann vielleicht da oben nochmal einen Blumentopf drauf. Möchte irgendwie das Fass noch unterbringen. Mal weg. Da kommt noch ein Fass drauf. Und ein Fass drauf. Ja, das ist glaube ich okay soweit. Ja, sieht halt so ein bisschen nach Lagerbereich aus. Finde ich super. Finde ich wundertoll. Na klar, die Torch ist sowieso weg, davon abgesehen. Komm, tun wir da nochmal einen Blumentopf drauf. Jetzt haben wir hier unten zwar kein Licht. Am Ende des Tunnels! Noch nicht. Aber da kann ich theoretisch noch einen Zaun hinhängen, wo dann eine Laterne dran bammelt. Oder hier. Na, ich glaube, ich mach's lieber am Haus. Genau. Zaun, Laterne. Passt. Ist, dass ich hier hinten vielleicht nochmal so eine Art Regal hinsetzen könnte? Wo wir denn auch nochmal Stuff drauflegen können? Ja, Mann. Oh, ich hatte sogar noch einen weiteren Krug. Ein Krug. Mhm. Ja. Kann man machen. Haben wir hier auch nochmal irgendwo Platz für einen Krug stehen? Vielleicht dahinter oder hier hinter. Ich war sehr unauffällig, aber das ist egal. Ja, dann doch eher hier hinter. Lassen wir ihn hier hin. Okay. Ja, finde ich gut. Finde ich wunderprächtig. Jetzt brauchen wir aber trotzdem nochmal. Nee, komm. Erstmal einen Zaun. So. Wenn wir da die Laterne dran hängen können. Genau, kommt die Laterne drunter. Hier haben wir bisher auch noch keinen Laternenhalter. Könnte man da theoretisch machen? Wo hängen wir hier die Laterne hin? Tja, Dude, das ist jetzt die Frage. Große Frage! Habe ich damit irgendwas? Mit dieser Treppe hier? Ich meine, ich könnte die natürlich zu einem ganzen Block machen, dann kann ich da auch einfach nochmal was runterhängen. So. Also eine Kette da dran, dann hängt auf dieser Höhe dann die Laterne. Wäre auch okay, ja. Und hier drinnen wäre es, glaube ich, auch nochmal ganz cool, eine Laterne zu haben. Haben. Was, jetzt muss ich hier sowieso noch die Decke anpassen. Nein. Wo basteln wir hier die Laterne hin? Von außen haben wir dafür nicht wirklich Platz. Man könnte hier an die Außenkante natürlich setzen, das ist kein Ding, aber ich will das nicht. Das will ich ganz und gar nicht. Wobei, das machen wir vielleicht auch wieder mit Zaun. Da kommt da eine Laterne hin und da vielleicht auch mal eine weitere. Dann bräuchte ich aber noch einen weiteren Zaun, bitte. Einen weiteren Zaun. So.
Jacke hätte ich eigentlich genug gehabt, ich Trottel. Idiot. Mann. Ja. Und eine Runde pennen natürlich. Rein da ins Bett. Na komm, wunderbar. Ja. Und jetzt brauchen wir wie viele Laternen erst einmal? 1, 2, 3, 4, 5 Laternen. Wo habe ich jetzt die Werkbank hingestellt? Die steht immer noch hier. Ich wollte die doch eigentlich noch da unten in den Schuppen einbringen. So. Ja, kann man so machen. Oh, wenn mir jetzt erstmal was fehlt. Ein weiterer Blumentopf, genau. Zack. Und vielleicht nochmal eine weitere Truhe. Wo oben auf dem Regalbrett, wisst ihr? Zack. Na. Oh, da, danke schön. Okay. Wie war das jetzt? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. Wunderbar. Da eine ran und da eine ran. Gut, hier geht's auch nicht, da brauche ich ja noch die Kette. Aber hier kann ich ja noch die dran setzen und da dran setzen. Dann brauche ich da ein bisschen was zu essen. Ja, es wird, auch wenn der Ausbau, wie gesagt, eigentlich noch gar nicht fertig ist. Naja. Kommt noch. Wann hat es eigentlich schon wieder geschneit? Anyway. Kette, genau. Halt. Hier muss ich hin. Jo. Eine wunderschöne, kleine, dicke, fette Kette. Mit der Laterne dran. Sieht doch schnuckelig aus, sieht er nicht. Ja, kann man durchaus machen. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie den Weg anpassen. Moment, ich stelle noch mal ein paar Fackeln hin. Damit der Schnee schon mal so ein bisschen schmilzt, während ich die Schaufel hole. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt noch nicht Weg da unten reinsetzen. Beziehungsweise den Boden da eigentlich sogar mehr oder weniger komplett austauschen. Ah ne, ich habe den Kram dabei. Da ist die Schaufel, die Hacke brauche ich nicht. Weil wir jetzt eben doch keine Karotten und so ein Blödsinn anbauen, weil, ja, kein Platz. Vielleicht hier oben irgendwo? Ich meine, hier könnte man natürlich auch noch wieder irgendein Beet hinsetzen, aber das nicht für jetzt. Jetzt geht es erstmal um diesen Bereich hier unten. Genau. Ich würde sagen... Verdammt, das fällt ja wirklich komplett runter. Okay. Ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal ein paar Blöcke hier raus. Und ich setze sie dann eben durch andere Blöcke, genau. Na, wie heißt das Zeug noch gleich? Ihr wisst schon. Das Zeug eben. Wurzelerde, grobe Erde, genau, so heißen die Dinger. Ah, genau, und das alles, was jetzt eben noch grün ist oder bleibt, wird dann eben nochmal umgearbeitet in Weg, Pfad, wie auch immer man es nennen möchte. Ich glaube, das wäre eine Option. Eine gute Option. Dann sieht man den Weg wenigstens auch, wenn es... Upsala. Ah, wenn es geschneit hat. Zumindest ein bisschen. Okay. Ich nochmal raus hier, danke schön. Ich auch. Und dich. Ja, also teilweise senzt der echt viel weg hier mit der Schaufel. Das ist ein bisschen anstrengend. Ein bisschen sehr anstrengend sogar. Muss ich gestehen. Der muss wieder raus. Genauso wie der hier. Okay, der muss auch raus. Ja, verdammt, egal. Und da hinten der auch nochmal. Dankeschön. Naja, weil man unter den Falltüren ja logischerweise kein Pfad setzen kann. Das ist zwar ein bisschen schade, aber es ist halt wie es ist. Gut. Meine Fresse, übertreib's doch nicht hier. Gott, ja. Ich hasse die Schaufel, manchmal zumindest. Aber nur manchmal.
Gut, dann haben wir jetzt den Kram drauf. Dann fangen wir mal mit der groben Erde an. Den Kram so ein bisschen zu schließen. Wehe, du fällst runter. Dann wäre ich ganz schön fuchsig geworden. Zack, und... Na, da vielleicht auch ein bisschen... Mein... Ja, warum nicht? Wir haben das ja, das Material. Wenn das mal ein bisschen mehr ist, ist auch nicht so wild. Genau, und alles, was jetzt gleich übrig bleibt, an offener Stelle, wird dann eben auf die Schnelle mit anderem Material gefüllt. Genau. Der wunderbaren Wurzel Erde. Dame Wurzel Erdus. Oh ja. Da nochmal einen hin. Und theoretisch müsste da auch nochmal einer drunter. Den habe ich nämlich völlig vergessen. Den machen wir unter der Chest hier. So. Noch mehr Wurzelkram. Hier vorne haben wir noch gar nichts liegen bisher. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt schon. Wurzel, Wurzel. Wurzel, noch mehr Wurzel. Wurzel mich voll, mein Freund. Komm, einmal ran da bitte. Dankeschön. Reicht das so? Weiß es nicht. Wir können hier vielleicht auch ein paar Blöcke nochmal reinsetzen. Ein bisschen Erde. Dankeschön. Oh ja, übertreib's doch nicht wieder, Mann. Was hier auf jeden Fall weg muss, ist dieser hier. Und der da hinten in der Ecke, der auch nochmal. Dankeschön. Und wir fangen wieder mit der groben Erde an, würde ich sagen. Ein dahin und ein hier, das war jetzt Wurzelerde. Okay. Okay, dann machen wir das so. Und hauen dann hier auch nochmal ein bisschen Wurzelerde rein, so. Okay. Und versuchen wir uns jetzt mal einen halbwegs brauchbaren Weg hier zu formen. Ach, verdammt. Ich glaube, da fehlt auch noch Wurzelerde. Okay. Ja. Ich weiß, ich hatte euch mal gefragt, was jetzt so den Festungsboden betrifft oder Bastionsboden. Aber dass hier unten ein Gartenbereich hinkommt, das wusstet ihr ja schon. Dementsprechend eher hier in diesem Bereich und vor allem hier in diesem Bereich hier. Was ihr da als Boden setzen wollten, könnten, müssten. Haben wir jetzt alles? Ja, so ein bisschen, ne? Aber irgendwie gefällt es mir nicht, dass es hier so eckig ist. Das irritiert mich etwas. Ja, ich glaube, das passt ein bisschen besser. Dann muss das hier aber auch nochmal weg. Sonst wäre das so unfair. Ja, ist in Ordnung so. Okay, das geht auch alles soweit. Hier dazwischen hätte ich vielleicht nochmal einen kleinen Weg, wenn ich ehrlich bin. Okay, tun wir den hier nochmal mit grobe Erde füllen und hier nochmal Wurzeln und hier auch nochmal verwurzeln und ich will die mal erklären mit Erde lang. Okay. Und hier vielleicht auch nochmal mit Wurzelerde. Ja, wunderbar. So kann man das machen, genau so. Doch eigentlich ganz fein aus. Na klar, da fehlt jetzt natürlich noch die Tür drin. Das fehlt sowieso noch so einiges, aber... Ja, das ist doch... Eigentlich... Ist der Bereich soweit fertig. Hier würde ich, glaube ich, nochmal einen kleinen Blumentopf reinstellen mit einer Blume drin. Mit einem kleinen Porzellansternchen zum Bleistift. So, zwar genau dahin. Zack. Komm rein da. Dankeschön. Ja, und dann war es das eigentlich auch soweit. Zwei normale Türen und zwei Falltüren noch aus Fichte. Ich hab doch genug Fichtenholz da, Mann. Die Werkbank haben wir auch hier. Also bitte. Einmal.
davon und einmal davon. Danke. Achso, ich hätte so noch welche gehabt, ich trottel. Egal. Okay. Ich bin mal durch hier. Wunderbar. Dann haben wir da jetzt auch schon mal den Abschluss drin. Sehr gut. Sieht ja wieder richtig schnucklig und putzig hier drin aus. Hätte man nicht gedacht, oder? Naja, also tatsächlich bin ich schon so ein bisschen überrascht. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht hier. Aber beim nächsten Mal geht's natürlich weiter. Bis dann.